Hi ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Der Sommer, in dem ich Vampir wurde von Flynn Mealy vorstellen. In dem Buch geht es um Finbar Frame. Finbar ist so der typische Außenseiter an der Schule. Er wird gehänselt, er wird ausgelacht, rumgeschubst und als wäre das noch nicht genug, bekommt er auch noch zusätzlich den Spitznamen Fickbar, was natürlich mit seinem Namen zusammenhängt. Ja, was sich seine Eltern bei der Namensgebung gedacht haben, man weiß es ehrlich gesagt nicht, denn Finbar hat einen Zwillingsbruder, der genau das Gegenteil von ihm ist. Sein Zwillingsbruder heißt Luke, was ein total normaler Name ist. Und ja, sein Bruder sieht gut aus, sein Bruder bekommt reihenweise Mädchen, ist sportlich und ja, wirklich das krasse Gegenteil von Finbar, denn Finbar wird scheinbar nur Pech verfolgt. Als ihm die dauernde Hänselei an der Schule zu viel wird, beschließt seine Mutter, ihn von der Schule zu nehmen und nach dem Sommerferien auf eine andere Schule zu schicken. Ja, seine Ferien möchte Finbar eigentlich genießen. Allerdings entwickelt er leider mal wieder ein Pech und bekommt eine starke Sonnenallergie. Diese Sonnenallergie äußert sich wirklich extrem bei ihm. Er bekommt am ganzen Körper Ausschlag und geht daraufhin zum Arzt. Und dieser gibt ihm eine Brille, die fast sein komplettes Gesicht bedeckt, also eine Sonnenbrille, und bandagiert erstmal seine ganzen Arme ein. Und natürlich wird Finbar Ausgehverbot erteilt. Auf dem Nachhauseweg von dem Arztbesuch, also er fährt mit dem Zug und dort ist ein ganz komisches Mädchen, die plötzlich ihm ins Ohr flüstert, ich weiß, was du bist, ein Vampir. Finbar ist daraufhin eigentlich ehrlich gesagt eher schockiert und wütend und schreibt dieses Mädchen erstmal an. Ja, kurze Zeit später, als er zu Hause ist, merkt er dann allerdings, dass es vielleicht doch gar keine schlechte Idee ist, sich für einen Vampir auszugeben. Und so nutzt er dann den Rest seiner Ferien und wälzt ein Buch nach dem anderen, in dem es um Vampire geht, um eben seinem neuen Idol ein bisschen näher zu kommen. Nach den Ferien geht er dann auf eine neue Schule und dort probiert er dann von Anfang an sein Vampir-Image den anderen rüberzubringen, dass die anderen ihm glauben, dass er tatsächlich ein Vampir ist. Und es dauert auch nicht lange, dann glaubt tatsächlich die erste Mitschülerin, dass Finbar ein Vampir ist. Und so spricht sich das Ganze langsam rum. Und ja, nur ausgerechnet das Mädchen, für die sich Finbar interessiert, die glaubt nicht daran. Das ist natürlich sehr enttäuschend für Finbar, weil er gerade dieses Mädchen natürlich beeindrucken möchte und nicht als mega kompletter Loser, der er eigentlich ist, dastehen möchte. Ich für meinen Teil habe mir an der Stelle gedacht, ach Finbar, komm schon, du hast doch da noch 100 andere Mädchen, nimm doch eins von diesen Mädchen und ja, sei froh, dass du überhaupt eine abbekommst. Ich weiß, es ist ein bisschen ungerecht, das zu denken, aber Finbar wird in diesem Buch tatsächlich extrem hässlich. Also man hat das Gefühl, er müsste extrem hässlich sein, also er hat extrem blasse Haut, eben wie ein Vampir. Und ja, man hat das Gefühl, er ist so dieser Typ, der vielleicht dann irgendwann mal mit 40, 50 heiratet und seine erste Frau bekommt. Und deswegen denkt man eben an dieser Stelle auch, sei froh, dass du überhaupt eine kriegst. Und trotzdem bemüht er sich halt weiterhin, dieses andere Mädchen zu bekommen. Und das macht das ganze Buch auch ziemlich witzig, muss ich sagen. Ich habe anfangs gedacht, als ich dieses Buch nur gesehen habe, als ich den Titel gelesen habe, Der Sommer, in dem ich Vampir wurde, dachte ich ehrlich gesagt so ein bisschen an, könnte vielleicht wieder so Twilight abklatschen werden, so ein, nach dem Motto, Edward verwandelt Bella endlich mal. Ist es ja aber absolut gar nicht, wie ihr vielleicht jetzt schon gemerkt habt, es geht ja überhaupt gar nicht um wirkliche Vampire. Es ist ja nur, also ich würde es jetzt auch nicht im Fantasy-Bereich anordnen, dieses Buch, weil es ja doch eigentlich schon eher realistisch gedacht ist. Und
Ja, es wird auch am Ende des Buches ist sogar klar, dass es eigentlich keine Vampire gibt. Also auch wenn da natürlich einige Mitschüler von Finba dran glauben. Und ja, es hat mich halt trotzdem gerade deswegen hat es mich neugierig gemacht. Ich habe jetzt auch den Fall der gelesen und ich weiß auch nicht, ob ich es lesen will, weil es einfach zu sehr gehypt ist, dieses Vampir-Thema in den letzten Jahren. Und deswegen hat mich gerade dieses Buch auch sehr interessiert. Ich fand es echt extrem witzig und ja, auch teilweise echt interessant. Und es ist ja zugegebenermaßen, man denkt ja erst, dass, ja, wie soll denn das funktionieren, dass Finbars Plan auch aufgeht, dass die anderen ihn für einen Vampir halten. Aber es ist auch ziemlich gut beschrieben. Halt, wie er das Ganze macht. Und es ist jetzt nicht total unrealistisch. Also es könnte vielleicht tatsächlich passieren. Es gibt ja einige Leute, die an Vampire und so weiter glauben. Und dadurch kann das natürlich, wenn man sich viel Mühe gibt, vielleicht wirklich passieren, dass man sich als Vampir oder sonst irgendein anderes Fantasy-Wesen ausgeben kann. Also das finde ich extrem gut beschrieben. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir doch, also dass es mir so gut gefällt. Klar, ich habe schon gedacht, dass es mir gefällt, sonst hätte ich gar nicht das gelesen, wäre totaler Quatsch. Aber es hat mich dann doch auch überrascht, weil auch der Schreibstil, der ist eigentlich, ja, der ist super. Total verständlich. Und das ist mein erstes Buch von ihm, auch ich kannte den auch vorher gar nicht. Also Film sagt mir überhaupt nichts. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich der Autor ist oder ob das nur wieder mein Pseudonym ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht kennt ihr ja noch irgendein Buch von dem Autor, dann könnt ihr mir das dann gerne schreiben. Aber ja, also ich kann das Buch auf jeden Fall empfehlen. Und wer einfach mal ein Buch lesen möchte, was halt nur indirekt was mit dem Fantasy-Bereich zu tun hat, der sollte das Buch auf jeden Fall lesen. Das ist jetzt auch, glaube ich, erst diesen Monat erschienen. Also es ist auch noch ein sehr neues Buch, was kaum, glaube ich, bisher jemand kennt. Und ja, kostet 8,99 als Taschenbuch. Hat auch nicht viele Seiten, also man hat es relativ schnell durchgelesen. An die 250 Seiten ungefähr. Und ja, ist aus dem Verlag, also nicht, also auch nicht aus einem unbekannten Verlag. Ja, zeigt, finde ich, auch ein bisschen, also schon, dass es natürlich schon ein gewisses Niveau dieses Buch hat. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ne? Also ja. Ich glaube, weil ihr wisst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich empfehle euch das Buch. Ich würde mich auch freuen, wenn ich eure Meinung dazu hören würde. Die könnt ihr natürlich gerne auch wieder posten als Kommentar. Und ja.